Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal, wie man relativ schnell ein Möbelstück, in dem Fall einen Stuhl, skizzieren kann. Also das ist das Ergebnis. Das ist so eine Kombination aus einem Vitra-Stuhl und irgendeinem anderen. Es geht einfach hierbei in erster Linie um die Technik. Und zwar, dafür wählen wir einfach mal ein dunkleres Papier, damit wir auch die hellen Nuancen wunderbar skizzieren können und beginnen mit der Form des Stuhls. Das ist so das eigentlich das Einfachste. Erstmal die Sitzschale, die Sitzfläche sozusagen und die Rückenlehne. Vielleicht an der Stelle eine wunderbare Neuigkeit. Wir freuen uns sehr für alle Teilnehmer unserer Kurse, die im Bereich Produktdesign angenommen worden sind. Ob jetzt in Essen, Aachen oder auch in anderen Hochschulen. Bis jetzt haben es alle geschafft und das freut uns eben sehr. Vielen, vielen Dank auch für eure lieben Nachrichten. Hier ganz kurz dann nochmal zum Stuhl. Die Armlehnen, die werden ein bisschen anskizziert. Das Ganze ist mal mit einem leichten Bleistift. So die Fläche für den Rücken und Sitzstück. Und dann unten sieht man da nochmal so ein bisschen die Technik unter dem Stuhl. So, da ist die. So, das ist das grobe Halbformat. Sieht man so die Stütze sozusagen, auf der die Beine rausgehen, die Stuhlbeine. Die hätte dann ein ganz kleines bisschen nach rechts gemusst. Die ist ein bisschen nicht so ganz mittig. Aber wenn man das so ganz schnell skizziert und das Blatt auch nicht so sehr drehen kann, dann passiert das auch manchmal uns. Also wie gesagt, mit Bleistift ziemlich leicht vorskizziert. Am besten mit so einem 2H-Bleistift, der so ein bisschen nicht so sehr viel Graphit auf dem Papier hinterlässt. Dann kann man es einfacher dann sozusagen die anderen Flächen ausarbeiten. So, und dann geht es auch sofort in die Koloration. Das wird dann mit einem Marker ausgearbeitet. Und hier das Ganze nochmal vertieft, also immer wieder drüber gehen, dann werden die Flächen auch ein bisschen dunkler. Und man sieht so einen leichten, schönen Verlauf. Das Ganze dann unten auch noch. Wir benutzen jetzt mal einen Farbton, so können wir dann später die theoretisch könnte man das natürlich unterscheiden nochmal, dass ein helles Grau, also ein Kaltgrau, Cold Grey in dem Fall, hätte für die Chromteile ein bisschen besser gepasst. Aber so geht es natürlich auch. Da kommen nur die weißen Highlights dann hinzu. Also man sieht, wenn man das jetzt mit dem weißen Stift sofort beginnt, an den Glanzteilen, kriegt das auch wirklich einen wunderbaren Stich, das Ganze glänzt dann an bestimmten Stellen und macht das die ganze Zeichnung ein bisschen lebendiger. Also das ist eins von sehr, 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 sehr vielen Effekten, die ihr bei uns im Kurs auch lernen könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns mal schreibt oder anruft, dann können wir euch gerne mal beraten, welche Kursmöglichkeiten es gibt. Wir sind an vielen Standorten in Deutschland mit der Akademie Ruhr vertreten. Und vielleicht auch in eurer Nähe. Ansonsten kommt gerne zu uns. Wir freuen uns, wenn wir euch diesbezüglich beraten können und für euch den richtigen Kurs finden, mit dem ihr höchstwahrscheinlich, wenn nicht sogar hundertprozentig, auch an eurer Wunschhochschule angenommen werdet. Also zumindest war es bis jetzt so. So, dann geht es auch weiter in die Ausarbeitung mit dem Bleistift, die schönen
kleinen, knackigen Flächen, die werden nochmal ein bisschen betont. Dass das noch so einen kleinen Kontrast bekommt. Und fertig ist das Ganze schon fast. Dann kann man noch mal ein bisschen Schattierung und Kontrastfläche einbauen, was wir auch gleich machen werden, damit das noch so ein bisschen netter ausschaut. Das ist der Schatten unter der Sitzfläche. Da gibt es auch bestimmte Techniken, wie man Schatten konstruiert. Das lernt ihr bei uns auch im Kurs. Es ist, sagt man physikalisch dazu, bestimmte Richtlinien, die man einhält. Und die haben wir dann so ein bisschen vereinfacht in unseren Kursen. Also wie man das Ganze vermitteln kann. Und da werdet ihr sehen, dass ihr mit ganz kleinem Aufwand den exakt den richtigen Schatten konstruieren könnt, ohne jetzt irgendwelche großartigen Berechnungen machen zu müssen oder womöglich zu raten und dass der Schatten dann auch an der falschen Stelle platziert ist. Ja, fertig wäre es dann schon fast. Hier nochmal eine Kontrastfläche noch dazu und das wär's. Vielen Dank fürs Zuschauen, das ist das Ergebnis und wie gesagt, gerne meldet euch bei uns, wenn wir euch auf einen Studiengang vorbereiten können. Es freut uns. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Euer Akademie Ruhrteam.